Hallo ihr Lieben, es geht wieder weiter, mein Aufgebraucht-Video mal anders startet schon wieder. Wir haben jetzt Ende Oktober, quasi morgen beginnt der November, wir haben heute Halloween und ja, ich dachte mir, ich beginne jetzt mal meine leeren Produkte zu zeigen. Und beginnen wir am besten mal. Da habe ich nämlich schon wieder ein wenig was gesammelt. Ich sollte vielleicht aufhören zu reden, wenn ich mich gerade runterbeuge. Das finde ich immer so unprofessionell. Oh, ich bin immer unprofessionell. Akku war übrigens leer, für alle, die es interessiert. Ich habe endlich etwas leer gemacht, was ich hassen gelernt habe. Und zwar das hier. Das war bei meinem Project 10 bei. Und ich muss das unbedingt aufbewahren. Das darf gleich nicht in den Müll wandern, weil das halt in meinem Project 10 noch gezeigt werden muss. Muss ich unbedingt darauf achten. Also, das hier ist leer. Gott sei Dank. Ich habe es mit der Meloflori, habe ich im Moment ein Aufbruch-Battle laufen, neben meinem Project 10 auch noch. Und das war damit bei. Ich habe es jeden Tag verwendet. Und das ist wirklich für mich schon krass, wenn ich jeden Tag die gleiche Bodylotion verwende, weil ich finde es ganz ätzend. Also ich habe sie von 7 Tagen, habe ich sie 5 Tage benutzt. Ich konnte diesen Ylang-Ylang-Geruch irgendwann nicht mehr riechen. Es ist eigentlich noch nicht mal ein ekelhafter Geruch, aber ich mag ihn jetzt nicht mehr, weil wenn man jeden Tag dieselbe Sache auf den Körper schmiert, vor allen Dingen, ich fand noch nicht mal, dass die gut eingezogen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt bei DM. Ist halt von Balea, ne? Und das war auch keine schöne Konsistenz. Sie war ziemlich flüssig und ist dann, hat sich eigentlich eher auf die Haut gelegt, anstatt sich einzuziehen. Vor allem, weil ich ja sehr trockene Haut habe. Normalerweise weg, ne? Aber ganz üble Sache. Ich bin froh, dass sie leer ist. Ich stelle sie hier hin. Eine Haarkur, wo noch Haare dran hängen. Lecker. Ja, und zwar ist sie eigentlich die, die ja so aus. Aber ich mache das wieder zu. Und zwar ist das die Glisskur Total Repair Haarkur. Braucht nur 1 Minute zum Einwirken und ich liebe sie. Sie wird auch irgendwann wieder nachgekauft, wenn meine ganzen Haarkuren mal leer sind. Oder wenn sie im Angebot ist. Ja, und sie lässt die Haare. Oh, ein Lippenstift. Also, ich finde, die Haare riechen dann wirklich sehr gut. Ich habe es gestern nämlich verwendet, deswegen riechen meine Haare noch danach, weil der Duft, der bleibt schon ziemlich lange da drin. Und dieses Haargefühl, was man dann so hat, also meine Haare sind auch noch ein bisschen feucht, weil ich sie über Nacht zum Dutt hatte und so. Also dieses Haargefühl danach ist wirklich sehr schön und ich mag sie sehr gerne. Wohin damit? Naja, diese Produkte zeige ich euch auch gleich, weil das sind so die Produkte, die ich aufbaue, wegtue. Rexona Woman Long Lasting Protection Cotton Ultra Dry Deo. Habe ich jetzt gerade auch wieder verwendet, weil ich habe mein neues wieder. Aber ich finde, das darf besser. Mein Darf Deo finde ich 100-mal besser. Aber es hält auf jeden Fall trocken. Also es ist trocken und hält auch trocken. Also man schwitzt davon nicht. Natürlich schon irgendwann, aber nicht so sehr. Ein Seidenglanz-Shampoo Frangipani und Perle ohne Silikone von Balea. Habe ich jetzt übrigens meine kleine Schwester mit angefixt. Sie hat immer Fructis genommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Laura, hör auf, du hast doch genauso trockene Haare wie ich. Sie hat glatte Haare, allerdings wir Geschwister haben alle sehr trockene Haare. So, und ich habe zu ihr gesagt, lass diese Kack-Silikone wenigstens beim Haarshampoo aus deinen Haaren. Nein, und und dann hat sie gesagt, welches nimmst du denn? Ich so, komm, wir fahren zu DM, dann waren wir zufällig bei DM. Nach dem Friseur war das. Und dann meinte ich so, das hier. Meinte die, echt, das kostet nur 69 Cent. Ich so, ihr Haar? Und ich so, ja, ist das wirklich gut? Ich so, probier es einmal aus und wenn es nicht ist, dann gibst du es mir. 69 Cent ist nicht die Welt. Und jetzt letztens war ich bei ihr, bei meiner Familie und die meinte so, boah, Jenny, meine Haare, die sind so gut, so schön waren die noch nie. Ich so, hä? Dieses Haaröl, was du mir empfohlen hast, das Shampoo, diese Styling-Produkte, fühl mal. Und ich habe gefühlt, ich so, boah. Meinte so, ja, danke, voll toll, ich benutze das Haarshampoo jetzt nur noch, ja. Also ich habe 2 Meinungen dazu, super tolles Haarshampoo, benutze ja auch die Spülung dazu. Allerdings habe ich jetzt gerade aus meinem letzten Haul, ich weiß nicht, ob das das letzte war, aber aus dem Haul von mir, ich hatte so eine Arganöl-Pulle Haarshampoo aus dem Kleiderkreisel mir gekauft. Das habe ich gestern das erste Mal probiert. Ja,
bin ich, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an den ganzen Produkten, die ich vorher da drin hatte, aber meine Haare haben nicht geschäumt und ich hasse es, wenn meine Haare nicht schäumen Haare waschen. Ich wasche meine Haare nur zweimal die Woche und dann sollen sie wirklich komplett tiefengereinigt werden. Also und ohne Schaum, finde ich, hat man da nichts. Ich habe eine Probe leer gemacht, die jetzt nicht nennenswert ist, auf jeden Fall Estée Lauder Night Cream. Da war so wenig drin, die hat noch nicht mal für meine rechte Backe gereicht. Also dann habe ich von Frosch habe ich den Raumerfrischer geöffnet. Im Bad steht er jetzt und den habe ich schon voll lange in meinem Schrank stehen. Den war von irgendeinem Haul mal und habe ich voll vergessen. Es war eine Limited Edition. Und ja, steht jetzt bei mir im Bad und gibt so seinen Duft ab und finde ich gut. Also, nein, nicht so cool wie diese Dinger, diese Sprühteile. Aber gut, ich beug mich jetzt mal gerade so nach hinten, weil ich habe hier meinen Körbchen mit dem Altpapier stehen. So, habe ich noch was? Ja, noch eine Sache. Und zwar ein MAC-Lippenstift. Den muss ich auch aufbewahren. Der ist nämlich auch in meinem Project 10 drin. Und zwar ist das ein MAC-Lippenstift, der ist komplett rausgedreht. Geht so. Und. Ja, und das ist halt Jubilee. Das war halt ein. Kann man noch so ein bisschen sehen hier. Es war ein Nude-Ton. Ich kann euch den mal so mit dem Fingernagel rausholen. So sah der aus. Also wenn ich da jetzt immer mit dem Fingernagel reingehen würde, könnte ich da nämlich natürlich noch was benutzen. Aber bitte, wer geht da mit dem Finger immer so unterwegs rein und macht da so unterwegs? Niemand. Und zu Hause brauche ich keinen Lippenstift. Nur wenn ich Videos drehe. So, und für mich ist er leer. Ja, und den muss ich auch bewahren. Vor allen Dingen auch für Back to Mac. Ja, und dann habe ich hier noch drei Produkte, die ich so aussortieren werde. Und zwar, ich denke mal, den hier werde ich irgendeinen von meinen Geschwistern geben, weil denen macht das nichts aus, etwas zu benutzen, was ich vorher auf den Lippen hatte. Aber so Kleiderkreise, gerade was Lipglosse angeht, ist ja jetzt nicht so Bombe, ne? Deswegen sortiere ich den aus und den kann, ich denke mal, meine Schwester Rebecca wird den gefallen. Meine Schwester Yvonne mag keine roten, knalligen Lippen. Meine Schwester Rebecca, die ist da so schmerzlos wie ich, die trägt auch alles auf. Und der hier ist von P2, das ist halt ein total matt Lip Cream. Und der ist halt ja matt gewesen. Aber irgendwie war der jetzt für mich, da ich so viele andere Lippenprodukte habe, nicht das Optimalste. Ja, also er ist nicht schlecht, aber da habe ich wirklich viel bessere Produkte in meiner Sammlung. Und bevor der bei mir umkommt, weil ich ihn nicht benutze, gebe ich ihn lieber an meine Schwester weiter, die vielleicht drei Lippenprodukte in ihrer kompletten Sammlung hat. Und dann kriegt sie das nämlich. Wenn ja nett. Und nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. So, dann habe ich hier das. Kitty Cat. Dann habe ich hier von Kiko etwas aussortiert und zwar habe ich das noch gar nicht so lange. Eigentlich gehört, ist das ein Set? Ich kann euch das zweite auch mal zeigen. Das ist einmal ein Bronzer und einmal der Highlighter. Der Bronzer ist super schön zum Konturieren. Habe ich heute Morgen nicht benutzt, aber ist eine coole Sache. Aber der Highlighter, da habe ich bessere. Und deswegen kommt er jetzt weg. Er ist auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, ich brauche hier nicht 300.000 Highlighter, wenn ich ihn sowieso nicht so oft verwende. Ja. Und zwar habe ich den zweimal verwendet. Ist halt so ein. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Da irgendwo. Ne? Und er ist halt ein sehr subtiler, aber trotzdem sehr schöner. Also für Mädels vielleicht, die gerade anfangen oder die halt eher so konturieren und dann highlighten wollen. Ist das okay, aber wenn ich highlighte, dann mag ich einen fetten Glow und deswegen ist er nichts und der kommt jetzt in den Kleiderkreisel. Was auch in den Kleiderkreisel kommt, ist ein MAC-Lippenstift. Also schmeißt euch drauf, Mädels, aber das Video kommt natürlich erst Ende November. Dann wird er wahrscheinlich schon weg sein. Tut mir leid. Und zwar ist das MAC Dreaming Dahlia. So sieht er aus, ist so gut wie neu. Ich habe den auch, wenn es hochkommt, zweimal verwendet. Einmal in Düsseldorf, das weiß ich noch, da meinte Nette zu mir: Hast du Dreaming Dahlia drauf? Ich so: Ja, meinte, den habe ich auch.
Einmal habe ich den da verwendet und einmal für mein MAC-Lippenstift-Video. Meine MAC-Lippenstifte. Kann ich euch meine Infobox verlinken. Demnach, und dann habe ich gerade eben ein bisschen meine Schminksammlung sortiert und dann ist mir aufgefallen, ich habe einen Clinique-Lippenstift, der sieht so aus. Ich kann die beiden mal nebeneinander sehen, ziemlich ähnlich aus, sind natürlich nicht die gleichen Farben. Ich kann sie mal nebeneinander swatchen, aber wenn ich mich für einen entscheiden würde, würde ich die Clinique-Farbe wählen, weil der einfach cremiger ist und ja, weiß ich nicht. Ich fand den einfach von der Farbe dann her schöner, obwohl die halt wirklich voll die gleiche Farbfamilie sind. Und dann dachte ich mir, so oft verwende ich diese Farbe auch nicht. Und dann kann ich mich auch von einem verabschieden. Und dann habe ich gedacht, verabschiede ich mich von dem MAC Lippy. Und wie gesagt, jetzt habe ich ihn zweimal verwendet und ein paar Mal geswatcht. Und das ist halt ein Lustro, finde ich. Und wie gesagt, so war es von neu. Ja, ich liebe diese Gerüche. Ja, weg ist er. Okidoki. Und wir sind so ein paar Sachen leer. Zum einen habe ich wieder etwas ausgetauscht. Und zwar wurde es wieder Zeit für dieses Klo-Ding. Dieses WC-Frisch-Kraft-Aktiv-Lavendel habe ich diesmal drin. Wieder viel besser als das Pink-Blau, was ich letzten Monat drin hatte. Man macht das Klo, den Klodeckel wieder auf und man riecht es wieder. Und das finde ich immer gut. Dann, ja, leider sieht man nicht mehr, was da drin war. Auf jeden Fall sind da diese Dinger, die das Wasser blau machen. Und ich liebe sowas. Und im Spülkasten soll sowas nicht so gut sein. Aber so in dem Becken unten finde ich das cool. Dann habe ich aufgebraucht von Airwick dieses Teil, was alle paar Minuten, je nachdem wie man es einstellt, frische Wäsche, Duft, die in dem Fall hier abgibt. Und das war genial. Das war, wie gesagt, das war ja, Kuhleinen und Almondblossom. Aber es roch einfach nur nach frischer Wäsche, was ich total toll fand. Eine Balea Seidenglanzspülung ist leer geworden. Mega cool. Ich habe jetzt im Moment ein... wie heißt das? Argan Magic Shampoo benutze ich gerade mit einer anderen Spülung einfach. Und ich finde die nicht so cool. Ich finde die günstige für 69 Cent von Balea viel besser. Auch das Haarshampoo. Haarshampoo übrigens habe ich hier auch, allerdings nicht für meine Haare, sondern für meine Pinselhaare. Da nehme ich mal das von Baby Love von DM meistens. Ich hatte auch schon, glaube ich, das von Rossmann, aber meistens von DM. Mildes Haarshampoo ist gut, um den Pinsel zu reinigen. Das hier ist auch wieder leer geworden. Das ist von Action mal wieder. Dieses, ja, hier heißt es Wonder Spray, also, oder so Wonder Serum Spray mit Arganöl. Finde ich super gut, das Zeug. Und das kostet, glaube ich, 2,50. Ist jetzt keine große Flasche, ist nur 150 Milliliter, aber ich finde es astrein. Dann habe ich diese hier leer gemacht. Ich habe jetzt leider erfahren, dass diese und diese Kapseln, also generell diese Balea-Kapseln voller Silikone sind. Ja, naja, egal. Ich finde sie trotzdem ziemlich schön vom Hautgefühl. Da habe ich jetzt die Augenkonzentratkapseln aufgebraucht. Was auch leer ist, natürlich sieht die Verpackung nicht so aus, sondern eigentlich andersrum. Aber das ist halt einfach von Tafti, den Lockenbalm, den ich immer wieder gerne benutze, weil er einfach super ist. Und dann habe ich noch von Yankee Candle den Midnight Jasmin aufgebraucht. Und, ah, oh, riecht das gut. Ich schreibe es natürlich wieder unten hin, wenn ich es denn finde. Aber ich glaube schon, das ist ein Standardsortiment. Das riecht gut, das ist so richtig frische Wäsche und blumig, voll schön. So, aufgebraucht, na, geht weiter. Ich habe hier etwas aussortiert und zwar ist das etwas, was ich mir letztens erst neu gekauft, aber im Kleiderkreisel gekauft oder getauscht hatte. Und zwar ist das Argan Magic Shine Boosting Shampoo. Und ich habe seitdem sehr trockene Haare gekriegt. Meine Haare gefallen mir gar nicht, seitdem ich das Haarshampoo benutze. Und deswegen tue ich es weg. Es war ziemlich teuer. Aber das sehe ich nicht ein, um ein Arganöl-Haarshampoo zu benutzen, was ja eigentlich für trockene Haare ist, die meine Haare dann austrocknen. Darum werde ich es dann wieder in den Kleiderkreisel stellen. Vielleicht ist einfach nur nichts für meine Art Haare. Und für ganz normale Haare, die einfach nur trocken sind und nicht krause und lockig, vielleicht ist es dann ja besser. Hyperinteressant, eine Nord Weichspüler.
Das dauert immer bei mir ziemlich lange, bis ein Weichspüler leer ist, weil ich immer zwei, drei Stück auf der Waschmaschine stehen habe und immer wieder wechsle. Aber es ist immer Lenor, weil ich liebe Lenor-Weichspüler einfach, weil die Wäsche danach noch ziemlich lange danach riecht. Und das hier war ein, das ist kein Schwarz, das sieht so ein bisschen schwarz aus, aber es ist so ein dunkelgrün. Und das ist mit Diamant und Lotusblüte. Und Leute, das war richtig gut. Das riecht so lecker. Ich liebe so frische Wäsche duften. Aber es hat irgendwas Holziges, was ich mag. Also schon so ein bisschen Männerweichspüler, wenn man das so nennen kann. Ich habe hier wieder etwas, was ich auch nicht mehr brauchen möchte. Und zwar ist das die Kneipp-Nachtcreme mit Mandelblütenextrakt. Also für trockene und sensible Haut. Ich fand den Geruch ganz schrecklich. Ich habe die, glaube ich, so zwei Wochen lang benutzt. So sieht die Tube aus. Tuben sind natürlich auch gut. Manche finden das halt hygienischer. Um ehrlich zu sein, ich mag Tiegel lieber. Ich weiß nicht, ich kann es euch auch nicht sagen, warum. Aber viele finden das vielleicht unhygienisch, aber ich gehe in den Pott, nur wenn ich meine Hände gerade gewaschen habe. Also, beziehungsweise auch mein Gesicht ist gewaschen, meine Hände sind gewaschen und dann sind meine Hände auch, Finger auch sauber. Und dann gehe ich mit sauberen Fingern in den Tiegel. Ich weiß nicht, was daran so unhygienisch sein soll, aber viele finden das ja so. Tube, gut und schön, aber ich finde es jetzt nicht so besonders. Ja, ist dann halt so, ne? Dann habe ich gerade das hier neu gemacht und zwar hier. Habe ich gerade ausgepackt. Das ist halt so ein Duftsteckerteil für die Steckdose. Und das riecht schon sehr gut. Kommt schon so ein bisschen hier oben raus. Und ja, ich habe immer so gedacht, warum braucht man ja eigentlich nicht? Aber ich finde schon, letztens zum Beispiel, ich hatte Besuch und wir saßen auf der Couch und dann sagte er zu mir, ich muss dir schon sagen, man kommt in deine Wohnung und das duftet total toll. Ja, fand ich schön zu hören, ne? Und das jetzt, weil, wo ist das andere Ding? Genau, so sieht das Stück aus, wenn das leer ist, ne? Und ich habe halt gerade eins neu aufgemacht. Hier, genau, ein Dresdner Essenz Pflegebad, das habe ich von der lieben Mausi zugeschickt bekommen in unserem Trash-Päckchen. Das Trash-Päckchen kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Habe ich gestern drin gebadet und ich fand es nicht gut, der Geruch, der war nicht gut. Also, der war mir dann doch zu trockenblumig. Also, nee. Hat das Bad schön lila gefärbt, auch nicht so einen schönen Schaum gegeben, wie ich gerne gehabt hätte. Ich habe da noch so ein Bad dann hinterher dann noch mit reingemacht, damit ich Schaum bekommen habe. Werde ich mir nicht neu kaufen. Wattepads von Cien, von Lidl, diese Eigenmarke ist das ja. Und die sind ja so schön, die sind halt schön dünn und so, aber mir ist das eigentlich fast egal, ich weiß gar nicht, ob es da große Unterschiede gibt. Och ja, dann habe ich das hier, ne? Das ist so ein Teil für ein Klo. War sauber übrigens. Das hier war super geil. Von TT Sept Schaumwelten. Das Foto habe ich bei Instagram gepostet, was das für ein Schaum hervorgebracht hat. Leute, das war abnormal. Ich habe kaum noch was gesehen. Ich habe gedacht, ich ersticke in diesen Schaumfluten. Und wenn es davon noch andere Sorten gibt, werde ich sowas von zuschlagen. Ich fand das toll. Gut, der Duft war jetzt nicht intensiv, aber Hauptsache Schaum. So sieht das aus. Padam! Von meinem Project 20 ist jetzt ever vorbei hier. Ne? Das Parfüm habe ich aufgebraucht. Und zwar gestern. Ist ein sehr schöner Duft. Das ist von Jill Sander, das Jill. Und ist total pudrig, weiblich. Nicht aufdringlich und so ein frisch gewaschener Duft, was ich sehr mag. Und irgendwann wird das vielleicht nochmal nachgekauft, aber jetzt im Moment habe ich so viele andere Düfte noch da. Fällt das jetzt nicht ins Gewicht. Ist allerdings leer. So, was auch leer ist, ist das Schauma Beauty Öl. Das habe ich mal in irgendeinem Tauschpäckchen, glaube ich, gehabt. Und das hatte ich mit auf dem Seminar, weil ich fand, das war die perfekte Größe. Und jetzt kommt eine Geschichte. Ich habe zwar also Haarshampoo mitgenommen, allerdings keine Spülung oder Kur. Ich habe gedacht, nein, warum habe ich das gemacht? Dann habe ich mir unter die Dusche, habe ich mir halt einfach so die Haare mit den Fingern so durchgekämmt. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, schmier dir einfach Haaröl jetzt in den Haaren. Und dann habe ich mir unter der Dusche wirklich gepumpt, was das Zeug hält. Und dann habe ich halt meine kompletten Haare damit so total
geölt, mehrmals. Also ich bin damit nur 5-mal ausgekommen. Ich weiß, viele Leute benutzen das ihr halbes Leben, ja, ich ja nicht. Habe ich ungefähr 5-mal nach dem Haarewaschen dann halt mir in den Haaren so verteilt. Dutsch. Und am nächsten Morgen meine Haare aufgemacht. Und Leute, meine Haare sahen toll aus. Meine Haare sahen an dem Tag toll aus. Alle haben gesagt, boah, du hast so schöne Haare. Das habe ich dann weiterhin so gemacht. Und ich schaue mal, dass ich das weiterhin so mache mit dem anderen Öl, was ich noch habe. Also das hier fand ich ganz gut. Aber ich glaube, für die paar Milliliter, die da drin sind, 50 Milliliter, ist es, glaube ich, sehr teuer. Ja, aber war gut. So, das letzte Produkt für heute ist die Balea Gesichtsmaske mit Lavendel. Die war einfach nur hautberuhigend und die habe ich auch verwendet. Balea sind auch Babypflegetücher. Die sind von Aldi oder Lidl. Ich glaube von Aldi sind die, genau. Die habe ich mir zum Swatches entfernen halt in der Schublade gelegt und die sind ganz gut. Ich habe Opala. Ja. Die habe ich auch in klein. Schaut mal, so sehen die in klein aus. Und ich finde die in klein besser. Die großen kaufe ich mir jetzt nicht mehr. Die in klein sind halt optimal. Da sind 5 Stück oder 4 übereinander. Und die kosten dasselbe wie die großen oder ein bisschen mehr. Und die finde ich ganz gut, weil die halt vorne so ein Ding haben. Also die hier sind ein Nicht-Nachkaufprodukt, obwohl die Tücher echt gut sind. So, dann habe ich wieder... Dann habe ich wieder sowas hier aufgebraucht. Die habe ich ja immer im Schrank rumstehen. Das sind die Teile, die duften und finde ich immer ganz gut. Kaufe ich mir immer wieder nach. Also wenn man den Schrank öffnet, hat man dann so ein frische Düftlein. Was ich allerdings nicht mehr nachkaufen werde, das sind so Dinger von Action. Das waren so in klein, in Aqua und Vanille. Werde ich nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich wieder ein Yankee Candle Tarte aufgebraucht und zwar Soft Blanket. Ah, ah, frische Wäscheduft, Nonplusultra. Super schön. Oh, ich liebe diesen Geruch. Aber nur als Tarte. Ich hatte auch mal einen Housewarmer, wie man die auch mal nennen mag. Hatte ich mal einen groß davon. Aber irgendwie finde ich generell Tarts besser als Yankee Candle Kerzen. Ich könnte mich in diesem Duft baden. Dann habe ich meinen Augenbrauenstift halt, ja, ist übertrieben, wenn ich sage aufgebraucht, aber ja, er ist aufgebraucht, weil ich kann ihn nicht mehr anspitzen, dafür ist er zu klein. Von P2. Das ist die Farbe Stylish Blond. Ich trage ihn auch heute wieder. Er hat halt einen Rotstich, also ist ein helles Braun mit einem Rotstich, was halt total zu meiner Haarfarbe passt. Und er ist ein weicher Stift. Also für alle, die gerne so einen Catrice Augenbrauenstift haben, wo man wirklich nur so Strichchen malen kann, so, weil er hart ist, ist damit nicht gut aufgehoben. Dieses gute Stück kostet 1,95 €. Ich liebe ihn. Und weil er so weich ist. Also schaut mal, man kann damit wirklich richtig malen. Und oder halt auch feine Härchen malen, wenn der halt schön angespitzt ist. Aber für mich ist der optimal, weil ich mag das nicht, wenn das so weh tut beim Augenbrauen ausmalen. Dann habe ich ein... Entschuldigung, Frosch im Hals. Also, das habe ich nicht, aber habe ich? Doch, habe ich wohl. Naja, ihr wisst schon. Ich habe ein Duschgel aufgebraucht von Alverde. Und zwar 1 von 3. Ich habe ja noch 2 Backups. Weil ich mir die so im Kleiderkreisel gebunkert habe, weil ich diesen Duft wirklich sehr schön finde. Also alle, die gerne Lavendel mögen, und das ist halt noch nicht mal so richtig Lavendelmäßig, aber so ein Tick Lavendelgeruch ist da drin. Oh, und ich finde es so toll. Das war halt eine Limited Edition. Total blöd, dass solche Düfte immer Limited Edition sein müssen. Das hieß Landparty und da steht, ja, reinigt sanft und verführerisch aromatischen Duften. Also es steht ja überall drauf. Habe ich aufgebraucht, fand ich toll. Dann habe ich auch etwas... Yes, Chaka, Baby! Nee, aufgebraucht. Und zwar ist es von meinem Project... Nee, Aufbrauchbattle und Project 20. Und zwar ist es das Jill Sander Style. Habe ich aufgebraucht. Da ist nichts mehr drin. Ich werde es natürlich aufbewahren, weil ich brauche es ja noch für meine 2 Videos, ne, die ich dann noch auf Aufbrauchbattle und so, weil ich das ja noch wiegen muss. Es ist auf jeden Fall jetzt leer, Gott sei Dank. Also ich habe es mir in den letzten Tagen nur drauf gesprüht. Also jeden Tag das hier, damit es einfach leer wird. Es ist ein toller Duft, so frisch geduscht Duft. Und ich habe davon noch ein Backup, aber größer. Es ist ein schöner Duft, aber ich habe abends halt nicht, also ihn nicht mehr wahrgenommen. Und das finde ich immer so schade an Parfüms.
Obwohl, in den Klamotten war es noch. Nur halt an mir selber habe ich ihn nicht mehr gerochen. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Duft drauf. Das ist so einer aus der Türkei. Sowas hier. Und das ist das Yves Saint Laurent Manifesto. Und das rieche ich immer noch. Also, und ich habe es heute Morgen vor 14 Stunden drauf gesprüht. Ja, auf jeden Fall, das ist auch leer. Und freue ich mich auf jeden Fall. It's simply the best. Nein, hier, die sind auf jeden Fall sind die besten. Das sind die Coquette Kosmetiktücher von Aldi. Schön dick, so wie ich es haben möchte. Und dann habe ich hier auch wieder meine Carefree Slip-Einlagen für den String und für den ganz normalen Slip aufgebraucht. Ich finde die einfach astrein, die kaufe ich mir immer wieder nach. Ich habe auch mal zur Abwechslung eine Parfümprobe leer gemacht. Da habe ich mich jetzt hier, das sind nicht alle, die ich habe, ne? Also aber ich habe so viele Parfümproben, die müssen jetzt mal getestet werden. Und da habe ich nämlich zum einen diesen Trussardi-Duft. My Sense heißt das. Sense? Ja, irgendwie sowas. Ein Eau de Toilette-Duft. Die Verpackung fand ich richtig schick. Und ja, was soll ich sagen? Echt toll. Aber der Duft, der war auch schön, aber nicht meins. Ja. Dann habe ich so Proben, die sind zwar voll ultra langweilig, aber ich zeige euch so trotzdem einmal Shiseido Ultime. War mal von Douglas irgendwas, habe ich das gekriegt, fand ich jetzt nicht so berauschend, aber wie soll man das bei einem Mal testen sagen. Dann habe ich hier dieses Start Clean oder Clean Start Dermalogica. Das ist ein ja, eine Feuchtigkeitspflege mit leicht getönt und Schimmer. So sieht die aus. Fand ich ganz cool. Und die Clinique All About Eyes. Ist halt eine Augencreme, ne? Also muss man wahrscheinlich auch länger testen. Ja, und dann habe ich noch zwei Produkte. Und zwar einmal das Rexona Cotton Ultra Dry Deo. Ich habe davon noch zwei, glaube ich, im Schrank. Und die gehen mir langsam auf den Sack. ich muss immer morgens aus dem Badezimmer raus, mich einsprühen. Wieder rein, weil sonst kriege ich Atemnot. Also es ist so heftig. Ich bin froh, dass leer ist und dann kaufe ich nur noch meinen Dove Deo nach. Und dann habe ich hier diese Balea Pflegecreme, diese hier, aufgebraucht. Die ist mit verführerischen Rosen- und Lavendelduft gewesen. Also das ist noch so ganz wenig, ne, wie ihr seht. Ich habe die mit zur Arbeit genommen und habe die halt einfach da auf Toilette gestellt und dann war die ruckzuck leer. Also die Leute fanden die wohl gut. Ich fand die da auf der Arbeit auch gut, um einfach mal Hände einzucremen. Aber für mehr hat sie jetzt nicht ausgereicht und ich werde sie mir nicht nachkaufen. Die restlichen aufgebrauchten Produkte seht ihr jetzt. Und zwar habe ich nämlich mein Avène, ich glaube das heißt Avène, Eau Thermale Body Scrub aufgebraucht. Ich habe das aufgeschnitten und der Geruch ist sehr angenehm. Wirklich tierisch und ich habe es super vertragen. Also das kostet 16,90 Euro. Ich habe es nur für die obere Partie genommen, wo ich normalerweise von anderen parfümierten Peelings Ausschlag bekomme. Wie gesagt, habe ich sein gelassen und ja, das ist optimal gewesen. 16,90 Euro ist auf jeden Fall ein Produkt, was es wert ist, nochmal angeschaut zu werden. Dann habe ich hier noch ein Peeling und zwar ist es das CD Tägliches Milde Waschpeeling. Ich werde es mir nicht nochmal holen, weil schon wieder habe ich das Gefühl, dass ich halt von diesem Produkt trockene Gesichtshaut bekommen habe. Der Peeling-Effekt war hier minimal. Hier war der schon mittelmäßig, also auch nicht ganz stark. Aber ich denke mal, die machen das extra hier, weil das halt so ein Apothekenprodukt ist, damit man sich nicht die Haut abschmürgelt, so nach dem Motto. Aber hier das war mir ein bisschen zu lasch. Ich mag es nämlich schon ganz gern ein bisschen kräftiger. Allerdings, der Geruch war auch ganz okay. Allerdings bin ich jetzt wieder froh, dass ich mein Soap and Glory nehme. Es war nicht komplett verkehrt, um Gottes Willen. Ich habe auch keinen Ausschlag oder so gekriegt. Also vertragen habe ich sehr gut. Aber ich glaube, ich habe wieder, wie gesagt, trockene Haut gekriegt. Dann habe ich hier ein Garnier Fructis Glanz- und Pflegeshaker, hier so ein Spray aufgebraucht. Muss sagen, ich fand es ganz okay. Das war halt reduziert, deswegen hatte ich mir das früher mal gekauft. Man musste das schütteln, das war so ein Zwei-Phasen-Zeugs. Und wenn man es geschüttelt hat, kam das allerdings so sehr
punktuell, sage ich jetzt einfach mal, aus diesem Sprühkopf raus. Und sobald sich das wieder so ein bisschen zweiphasenmäßig, dass unten wieder das Wasser war und oben das Öl, kam das besser daraus. Also dann hat sich das besser verteilt, aber so leider nicht. Ich fand es nicht so besonders dann, dieses punktuelle Spritzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich die Painatencreme aufgebraucht. Die benutze ich immer, um abends auf meine Pickel oder sowas drauf zu tun, wenn das halt mal so ein Wunder-Oschi ist. Und damit fahre ich immer ganz gut. Ich habe Parfümproben geleert. Einmal, den hier fand ich sogar sehr gut. Das ist, oh Gott, Flora Botanica. Ist das eigentlich auf Kamera gestellt? Ja. Flora Botanica, so sieht der aus. Den fand ich gut, der war schön weiblich und so ein bisschen Chanel-mäßig. Chanel Mademoiselle hat ein bisschen so nachgerochen. Dann habe ich hier Valentina Eau de Parfum aufgebraucht. So sieht der aus. War jetzt okay, aber nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich hier dieses Gucci Bamboo. Wow. Ja. Oh, Manuel, ich lasse mal alles fallen im Moment. Gucci Bamboo. Aufgebraucht. Es war ein guter Duft, aber überhaupt nicht meine Duftschiene. Also das hier ist überhaupt zum Beispiel gar kein Produkt, das ich mir kaufen würde. Zum Parfüm, was ich mir auf jeden Fall immer wieder kaufen würde, ist Dior Addict. Ich finde dieses Parfüm abgöttisch. Es ist halt der perfekte Winterduft. Total würzig und sinnlich, schwer, elegant und sexy. Also, ja, ich habe davon noch eine Flasche, so eine große, so ein Backup. Ist allerdings nicht ganz voll, den habe ich mal aus dem Kleiderkreisel. Ist halt ein teurer Duft, ne? Aber der hier hat mir Ewigkeiten gehalten. Gut, ich habe den auch selten benutzt. Ich glaube, den habe ich schon seit 7, 8 Jahren. Man sagt ja immer, oh, nicht so lange Parfüm aufbewahren. Aber wenn ihr das immer schön trocken und dunkel lagert, passiert überhaupt nichts mit. Der riecht noch genauso wie am ersten Tag. Super toller Duft. Dann habe ich hier die Balea Intensivmaske. Habe ich aufgebraucht und zwar mit Vanille und Mandelöl. Also ein paar Haare drin. ja, auf jeden Fall. Der Duft ist total schön. Der riecht total nach Landliebe Pudding Vanille. Diese Kur habe ich von der lieben Mausi, habe ich zugeschickt bekommen, als wir das Trash-Paket gemacht haben. Sie kam damit wohl überhaupt nicht zurecht. Das Trash-Paket kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und ja, es war halt, die Haarkur war okay, aber ich habe die schon mal gehabt, da war die Konsistenz ein bisschen kräftiger. Der hier war jetzt sehr flüssig. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ist auf jeden Fall eine gute Haarkur dafür, dass sie auch ohne Silikone ist, weil normalerweise denkt man ja immer, Silikone ist ein Weichmacher drin, Haare fühlen sich toll an, oh la la. Ja, aber danach sind sie halt staubtrocken irgendwann, ne, wenn man es aufhört zu nehmen. Und das hier ist auf jeden Fall eine gute Haarkur demnach. Ich habe von Balea, schon wieder Balea, die Entspannungsmaske wohltuend aufgebraucht. So sieht die aus. Ich habe ja zuletzt mir noch ein paar Balea Lavendel, weil die ist auch mit Lavendel, Masken gekauft, aber so Mousse-Masken. Die waren eine Limited Edition, aber die hier müsste eigentlich im Standardsortiment drin sein, weil hier steht nichts von limitiert drauf und hat halt schön nach Lavendel gerochen. Besonders entspannt war ich natürlich jetzt nicht. Dann habe ich hier mein The Body Shop Beautifying Öl aufgebraucht. Ich sage euch, seht ihr das eigentlich? So. Weil mit der Lampe muss ich immer nah ranhalten, weil das so, glaube ich zumindest, weil sonst ist es total reflektiert, blendet, genau. Ich sehe gerade, da ist noch ein Hauch drin und, aber ganz, ganz bisschen. Das hatte ich letztens nicht gesehen, als ich es rausgedrückt habe. Naja, auf jeden Fall ist es auch in meinem Project 20 oder 10? Ich glaube 20 drin. Und es ist ein super tolles Hautöl. Man kann es als Haaröl benutzen, als Gesichtsöl und als Körperöl, auch als Massageöl. Ich habe es mit brasilianischer Nuss und das riecht halt wirklich sehr schön nussig. Also so ein toller Duft. Naja, zumindest für die Winterzeit. Ich mag es gerne nussig in der Winterzeit, aber im Sommer überhaupt nicht. Deswegen habe ich es auch nicht benutzt. Aber ich habe es halt jetzt als Körperöl benutzt. Und Leute, die das so überhaupt nicht mögen, wenn der Körper sich so ölig anfühlt, fährt damit total gut, weil ihr tut das aufs Handgelenk, zum Beispiel, ich habe das für die Beine und für alles benutzt, aber ich sage jetzt einfach mal für die Beine
und das ist sofort eingezogen. Aber ihr habt halt die Pflegewirkung von einem Öl und deswegen finde ich das granatenstark. Und davon gibt es voll viele Geruchsrichtungen. Ich glaube, davon gibt es sogar, es gibt Vanille, Shea-Butter, Erdbeer, Gurke, Knoblauch. Einfach nur ein Scherz. Also es gibt davon wirklich viele Duftrichtungen und ja, ich würde es mir an eurer Stelle mal anschauen, wenn ihr eine intensive Pflegewirkung haben wollt, aber wo ihr nicht so dieses komische, ölige Gefühl danach habt. Ich stelle das mal hier hin, weil das muss ich ja noch für für mein Project aufbewahren. Dann habe ich hier ein L'Oreal aufgebraucht. Das sieht überhaupt nicht aufgebraucht aus, aber ich habe es heute Morgen mit den letzten Pumpstößen habe ich es rausgepresst. Ich habe seit Tagen eigentlich, dass ich immer, dass da schon fast Spritze rauskommen und denke so, oh, es wird leer, krass, es wird leer. So, und heute kamen wirklich nur noch so Reste raus, dass ich halt es noch mischen musste mit einem anderen Make-up. Und da das halt jetzt gelegen hat, hat sich wahrscheinlich die Reste so, ja, verteilt. Und deswegen sieht das jetzt voll aus, ist allerdings komplett leer und ich fand es richtig gut. Ist halt was für trockene Haut. Das ist halt so ein, wie gesagt, ich trage es auch heute. Das ist halt so ein, dass es trotzdem noch so ein Glow hat. So einen leichten Glow. Kein Beyoncé oder J.Lo Bronze Glow. Aber ich habe es total gerne benutzt. Und ich würde es mir nochmal kaufen, hätte ich nicht noch Massen an Make-ups hier zu Hause rumliegen. Das letzte Produkt für diesen Monat ist die Essence/Princess Mascara. Die habe ich ja jetzt schon zum zweiten Mal, glaube ich, leer gemacht. Die dritte steht da vorne und wird jetzt gerade benutzt. Und sie hat halt so ein Bürstchen und ist halt auch, ich finde, also für den Preis, für 3,25 € kostet die, glaube ich, perfekt. Sie ist super. Ich glaube, sie hat sogar, ja, das ist eine Mascara für den unwiderstehlichen falschen Wimperneffekt. Astreine Mascara. So, meine Lieben. Das war mein Aufgebraucht-Video mal anders und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder aber auch eventuell mal bei einem anderen Video. Es würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und bis dann, ihr Lieben. Tschüss!